Ja, okay, er ist runtergefallen. Sehr schön. Hier sind ultra viele Münzenblöcke, Leute. Let's start again. Moin zum Erster und zum Ersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Get Down. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit am Start seid. Und ich habe mir einfach gedacht, da ich heute das erste Mal nach langer Zeit wieder Get Down spiele, werde ich erstmal heute ein ungeschnittenes Video hochladen, was die Geschichte angeht, ja. Und ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist, Leute. Denn, ja, wie ihr mitbekommen habt, in den letzten Tagen war ich sehr erkältet. Und ich muss jetzt erstmal in die ganze Sache wieder richtig reinfinden. Deswegen kann ich auch nicht versprechen, dass ich heute hier gewinnen werde. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, einen Sieg nach Hause zu bringen, um es mal so zu sagen, ne? Jo, wir springen hier. So, 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 dann so und so. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Münzenblöcke jetzt hier bekommen. Läuft ja gar nicht mal so schlecht, muss ich jetzt ehrlich gestehen. So, dann können wir jetzt hier in Ruhe erstmal die ganzen Blöcke sammeln. Zack. Haben wir hier irgendwo einen Münzenblock? Nein, okay. Dann werde ich jetzt natürlich gucken, dass ich den schnellsten Weg nach unten nehme. So, jetzt muss ich noch ein bisschen regenerieren und dann kann ich schon runter. Oh, da haben wir noch mal einen Zaun. Boah, ich hab's aber noch geschafft. Sehr schön. GG. 600 Coins nach der ersten Runde. Hm, das ist schon sehr solide. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Aber ob es am Ende reicht, weiß ich natürlich nicht. Müssen wir mal schauen. So, jetzt gehen wir direkt wieder Gas hier. Und gucken, dass wir da auf jeden Fall ein paar Münzenblöcke bekommen. Oh, der Idiot hat mich jetzt runtergeschlagen. Dadurch hat er natürlich wieder ein paar Münzen verloren. Ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat für ihn, weiß man halt nicht, ne? Ist immer so eine Sache. So. Zack. Ich lasse mich da drauf fallen, ja. Ich habe eine echt doofe Route, muss ich ehrlich gerade zugeben hier. Da sind nicht so viele Blöcke, wo ich jetzt gerade bin. Es leckt auch zwischendurch ein bisschen. Ich weiß auch, woran das liegt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Gerade nämlich jemanden gehört. So. Zack, wir stellen jetzt schnell erstmal um. Das liegt nämlich an meiner Render Distance, dass es geleckt hat. Deswegen musste ich die jetzt ein bisschen runterstellen, Leute. So. Okay, die Route sieht jetzt gerade, wenn ich das da unten sehe, gar nicht mehr so schlecht aus. Ich muss halt gucken, dass ich möglichst schnell an die ganzen Münzenblöcke komme. Ja, okay, er ist runtergefallen. Sehr schön. Hier sind ultra viele Münzenblöcke, Leute. Boah, sehr schön, Junge. Was ist das denn? Alter Schwede. Nein, ich bin gestorben, ich Idiot. Oh, wie dumm war das denn? Alter, ja, das ist doch diese Nervosität, die jetzt mittlerweile wieder zurückgekehrt ist. Früher war ich ein bisschen ruhiger bei der ganzen Kiste. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so sprungsicher wie vorher. Ist aber nicht schlimm. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um vielleicht den ein oder anderen Block mir zu snacken. Weil einer ist gerade mal auf Höhe 40. Und da komme ich gut voran hier, dass ich mir hier nochmal, ja, den ein oder anderen Block besorgen kann. Jetzt muss ich mich halt natürlich nur beeilen, weil die haben ja schon oben teilweise echt ein paar Blöcke sich gegönnt. So, zack, haben wir direkt den nächsten wieder gesnackt. So, dann gehen wir direkt hier weiter. Da ist einer gerade auf Höhe 13. Komm schon. Zack, sehr schön. Ja, sehr gut. Ich habe trotzdem 1200 Coins. Ich bin schon nicht schlecht dran. Ich kann jetzt gucken, dass ich in der nächsten Runde noch irgendwie was rausreiße. Ich werde in Atlantis auf jeden Fall versuchen, relativ schnell das Ende zu machen. Weil meistens kriegt man hier eh nicht so viele Münzenblöcke. Da war jetzt rechts einer, aber da werden sich schon welche gleich drum streiten. Das sollen die auch mal in Ruhe machen. Okay, ich bin gestorben. Scheiße. Okay, das war aber, ist aber, glaube ich, wieder dieselbe Stelle, wo ich eben war, ne? Ich hoffe es zumindest. Da waren nämlich ganz gut Münzenblöcke, als es nach unten ging. Oder auch nicht. Naja, egal. Komm, ich versuche jetzt relativ schnell einfach eine Route zu finden, mit der ich nach unten gehen kann. Weil auf der Karte, finde ich, lohnt es sich dann doch nicht ganz so, diese Münzen zu sammeln. Ihr seht ja, warum.
Hier sind relativ wenig Blöcke. Ich sehe auch jetzt keinen irgendwie in näherer Umgebung. Okay, wir haben Resistenz bekommen. Ist jetzt doof, dass ich halt schon so viel Leben verloren habe. Weil dann kann ich die nicht ganz so auskosten. Okay, die ist jetzt eh fast weg. So. Aber ich bin an erster Stelle. Das versuche ich jetzt auch zu halten. Oh, vorsichtig, Kevin. So, zack. Sehr schön. Es läuft gar nicht mal so schlecht, Leute. Obwohl ich direkt am Anfang einmal ein bisschen abgesackt bin. Ja, komm, wir nehmen den. Springe ich hier rüber. Aufs Glas. Springen wir hier rüber. So, da kann ich schon mal runter. Kann ich auf den. Den. So, den nehmen wir mit. Dann springen wir hier runter und fallen lassen. Zack, sehr schön. 1300 Münzen. Okay, damit kann ich auf jeden Fall was reißen. Da waren jetzt noch andere, die sehr gut waren. Aber ich muss mal gucken. Ich bin am Überlegen, ob ich diesmal vielleicht mit einem Bogen besser spielen soll, statt mit einem Schwert, das ich hart verzauber. Ich meine, der Bogen kostet nicht sehr viel. Komm. Wir holen einmal 30 Level. So, zack. Dann hau ich den mal da rein. Ich glaube, der kriegt dann direkt richtig gute, naja, Verzauberung. Ist nicht schlimm. Wir holen noch mal ein paar Level. So, dann kann ich mir da das Schwert gönnen. So, zack. Ja, dann kann ich jetzt das Schwert noch mal verzaubern. Ah, das hat jetzt Sharpness 3 bekommen. Ist egal. Der Bogen ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Wir machen den nochmal drauf. Jetzt hat er Flame schon. Sehr geil. So. Und jetzt kann ich auf jeden Fall meine Rüstung noch verzaubern. Komm, wir machen auf die. Ja, super. Fire Protection hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Ah, Protection 3. Sehr schön. So, Unbreaking 2. Unbreaking 2. Nochmal Unbreaking. Okay. Alles klar, die ist schon nicht schlecht. Protection 2. Unbreaking, Blazed, Protection. Okay. Oh, fuck, ich muss noch... Scheiße, ich habe keine Pfeile gekauft bekommen. Boah, ich bin zu langsam, Leute. Ich muss auf jeden Fall mehr Get Down spielen, um wieder richtig reinzukommen. Jetzt habe ich echt ein übles Problem, weil ich gar keine Pfeile habe. Damit kann ich auf jeden Fall nicht sehr viel reißen. So, den ersten haben wir getötet. Ich habe gar nichts. Ich habe keine Äpfel, keine Pfeile, gar nichts. Das ist echt eine meiner schlechtesten Runden. Vor allen Dingen, weil ich auch echt doof eingekauft habe. Tut mir wirklich leid für diesen mega harten Fail. Ich hätte erst das Schwert und dann den Bogen verzaubern sollen. Aber ich habe nicht dran gedacht. Gut, soll mir verziehen sein. Ist meine erste Runde Get Down nach langem wieder mal. Weil ich habe ja jetzt echt so eine Hardcore-Pause gemacht. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich schnell wieder reinfinde ins Spiel. Und dann kann es auch wieder ordentlich hier losgehen. Jetzt gehen die mit mehreren hier auf ein, Alter. GG. Gut, das habe ich nicht geschafft. Schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Die scheinen beide auch zu teamen hier, dieser Kochi und Too Epic. Ja, guckt euch das an. Die Team auf jeden Fall. Die beiden. Schade. Müssen wir gucken, beim nächsten Mal kriegen wir es auf jeden Fall hin. War auf jeden Fall schon mal gar nicht so eine schlechte Runde. Ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, dass wir da direkt zwei Teamer gefunden oder erwischt haben. Aber gut, ne? Beim nächsten Mal wird es klappen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.